Früher hätte der Baumarkt sowas gehört. Früher war ja der Baumarkt der Ort des Handwerks. Da bist du neil, so leichte Dreckpatina auf dem Boden. Ein bisschen staubig. Alle mit Latzhose und in Schaftklamotten. Der Baumarkt hat so ein bisschen eine Verwandlung durchlebt. Heute geh schon mal links Putzmittel. Vorne irgendwelche Bilder. Und wer hat entschieden, dass es Deko-Scheiß im Baumarkt ist? Ich habe ein junges Mädchen mal in die größte Trauer gestürzt, weil ich meine 2,50 Meter lade, die komplette Hundefamilie, das lädt aus. Auch das Personal im Baumarkt hat sich geändert. Da hast du für Handwerker gehabt. Ich wollte mir eine Glühbirne kaufen, nicht dimmbar, für meine Abstellkammer. Hat mir der Kollege ein 5000 Watt Licht empfohlen. Sag ich, guter Mann, ich möchte das Ding nicht abfackeln. Kann er nicht wissen, er ist, und jetzt kommt's wieder, Student. Sag ich, ja klar, Bauingenieur oder Architektur oder sowas. Nein, Lehramt. Student im Baumarkt arbeiten darf, dann darf ich an Maurer in Schülerhilfe schaffen. Und wer hat den Spruch geprägt, es gibt immer was zu tun? Was für ein Gesicht! Und es ist befreit! Du kannst nicht nichts tun. Nee? Es gibt immer was zu tun. Und was hast du vorhin gemacht? War ein Baumarkt. Was war ein Baumarkt? Ja. Was hast du gekauft? Hat man Hildi gekauft. Ah, hast du Hildi gekauft? Klasse, was hast du gemacht? Aber wann da ich wissen? Sauber! Dann hast du morgen, wir fahren nochmal nach. Was kaufst du? Ein paar Backsteine und Zement, baust du wieder auf. Du kannst nicht sagen, du kannst nicht sagen, ich habe nichts gemacht. Das ist schon morgen gemacht. Bitte was? Bitte? Nichts. Nicht gibt's gar nichts. Bitte was? Aber irgendwas hast du gemacht. Aber nichts machen. Gar nichts! Neu! Na komm, mach das, mach! Neu, ich hab nichts gemacht! Okay, ich hab was gemacht! Ah, was das macht, sag mal, was das macht! Ich hab gepennt. Mein Opa beispielsweise hat diese Wandlung des Baumarktes nicht so richtig mitgekriegt mehr. Der ist am Wochenende in den Baumarkt gefahren, hat irgendwas gebraucht und du kannst sicher sein, es gibt neue Bitsatz. Weil die ist nur billig. An die Kasse. Sei Opa, wir haben schon 1000 Bitte zum Keller. Ist egal. Dann ist sofort nach oben Schraube kaputt gegangen. Ein Scheiß, da kann man nochmal, wir sind ein paar Hase, rammeln wollen. Baumarkt, komm mal zurück, Bitsatz. Und früher konntest du auch noch da ein bisschen diskutieren im Baumarkt. Ne? Wir sind da mal noch, er hat 10 Schrauben gebraucht. Ne? Unter der Päckle. Ja, er braucht 10 Schrauben. Ja, das geht nicht. Er muss das Ganze. Na, komm, Bursche, 10 Schrauben, pack's aus. Nee, das können wir nicht machen. Mein lieber Freund, pack jetzt die Schraube aus, sonst kann es sein, dass der Benedikt sich hier frisst. Ja, okay, das mache ich gerne. Ne? Wenn du es heute machst, dann kommt mit Sicherheit die grüne Mina auch fahren und ja. Also Produkte im Baumarkt müssen auch nicht mehr funktionieren, die müssen emotional sein. Bohrmaschine, Hauptsache sie sieht gut aus. Ob es jetzt bohrt oder nicht. Geiles Design, ja. 2 Volt, ja, super geil.